Liebt er mich? Ja, doch. Deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich auch Sport. Halt die Klappe, Löwe! Ich bin hier gerade beschäftigt. Oh, Gott sei Dank. Es war nur ein Traum. Was war nur ein Traum? Lippen! Wie bitte? Du träumst von Lippen? Riesenlippen, nicht deine, die mich durch einen Flur voll Popcorn jagen. Du warst nicht da, lass mich in Ruhe. In deinem Gesicht ist ein Handy. Da mache ich mein Handy hin, wenn ich schlafe. Wo willst du denn hin? Ich will es mit Zunge. Ich will frische Luft für die Lunge. Ich küsse dich nachher. Hm? Ich meine, ich sehe dich nachher. Wo ist denn nur der Fahrstuhl? Hallo, Charlotte. Das ist so eine gewisse Sache und ich kann nur mit einem Mädchen drüber reden. Aber irgendwie sind alle in meinem Leben nur Jungs. Was ist mit mir, Charlotte? Bin ich kein Mädchen? Doch, deshalb bin ich hier. Ich habe Äpfel für uns, erzähl. Ich habe da diesen Traum und von dem kriege ich Panikattacken. Das ist witzig. Ich träume immer davon, dass mir jemand sein Passwort gibt und ich ihm nicht wehtun muss. Also, mein Traum ist eher ein Traum, wo ich fast einen guten Freund von mir küsse. Auf die Lippen. Oh Mann, wie grauenvoll. Meinst du meinen Bruder? Nein, 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 nein. Na, dann eben Jasper, weil du keine anderen Freunde hast. Unnötig. Ist leider wahr. Okay, angenommen, es wäre Jasper. Schwer vorstellbar, aber okay. Ja, und ich kann nicht schlafen, ohne davon zu träumen. Und ich fühle mich auch echt unwohl in Gegenwart von Jasper. Dann pass besser gut auf. Meine Freundin Marla hatte einen Traum, wo Dicky sie fast geküsst hätte bei Nacho Ball. Ja? Dann, eine Woche später, waren sie bei Nacho Ball und boom. Dicky hat sie wirklich geküsst. Auf die Lippen. Es ist so, seit den Träumen fühle ich mich unwohl neben dir, weil ich mir diese Art nichts vorstellen kann. Ich auch nicht. Denk bitte an den Löwen. Aber warum habe ich dann immer diesen Traum? Ich habe keine Ahnung. Träume sind schräg. Okay, können wir uns bitte weiter unterhalten, nachdem ich dich von dem Sino, ein verdammter Löwe, gerettet habe? Versprich, dass du mich nicht küssen willst. Ja, ich verspreche es. Ich gucke auch weg, okay? Nimm jetzt bitte meine Hand. Ich gucke gar nicht hin, siehst du? Okay. Ich gucke weg, alles klar, bist du das? Okay, ist gut. Ich hab dich. Okay. Alles gut. Okay. Siehst du, alles gut. Und wir werden uns nicht küssen. Tut mir leid, dass es so komisch mit uns war. Das lag am Traum. Ach, ist halb so wild. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Und du nicht gefressen wurdest. Ja, da hast du recht. Wie wär's mit einer Wette? Okay. Wenn ich jetzt nicht treffe, küssen wir uns. Was? Ups. Kannst du mir sagen, was hier passiert? Sei still. Ich bin gerade beschäftigt. Lippen! Was? Hast du gerade Lippen gesagt? Was? Nein, was soll das Wort bedeuten? Dir hängt ein Handy im Gesicht. Hm? Oh, ja, das ist, weil ich einen Anruf erwarte, daher habe ich's im Gesicht. Also. Wo ist nur der Fahrstuhl? Sicher nicht helfen. Und was machen wir dann? Holt mich auf die Lippen, aber wie? Ich flippe aus!
Okay. Wir müssen uns abregen und mit der Tatsache leben, dass Charlotte in ein schwarzes Loch-Dings eingesaugt wurde. Ja. Und ich nichts anderes weiß, als draufzuschlagen. Henry, was geht hier vor sich? Naja, wisst ihr, ich habe gerade mit dem Staubsauger Staub gesaugt. Das ist nicht unser Staubsauger. Was hast du mit uns angemacht? Nichts, der hier ist nur... Und wieso kann der reden? Hallo! Oh, mein Gott! In dem Staubsauger spukt es! Ja, yeah, so ist es. Da ist ein Geist. In diesem Staubsauger. Ich bin genauso überrascht. So überrascht. Geister gibt es gar nicht. Was passiert denn da draußen? Ich hab's euch gesagt. Okay, Geist. Henrys Mom, Dad und Schwester haben rausgefunden, dass du hier bist. Im Staubsauger? Als Geist. Euer Ernst? Sie wissen jetzt, dass du ein Geist bist. Im Staubsauger, denn das ist die einzig mögliche Erklärung für das, was hier los ist. Ich bin ein Geist. Alter, sie sind zu dicht am Supersauger. Wie soll ich das Ding aufsetzen, ohne gesehen zu werden? Ich hab eine Idee, wie sie ihre Augen zumachen. Deine Hose bleibt da. Okay, ich hab noch eine Idee, wie sie ihre Augen zumachen. Alle machen ihre Augen zu! Was soll das? Augen zumachen! Los, macht eure Augen zu! Zumachen! Hört mir zu, aber seht mich nicht an, denn eure Augen sind zu! Was ist nur los mit dir? Jasper hat recht, macht die Augen zu, der Geist wird gleich rauskommen. Welcher? Der von William Shakespeare, Janie das Cowgirl, der japanische Geist, der nur Konnichiwa gesagt hat? Ja, eigentlich hätte sie mehr sagen müssen. Schließt einfach eure Augen. Ich will sie aber nicht zumachen. Ich will sehen, wie der Geist rauskommt. Wenn du sie nicht schließt, dann saugt der Geist deine Seele aus. Niemals. Oh doch, ich sauge dir deine Seele aus, wenn du nicht sofort die Augen zumachst, Holger. Erkenn meinen Namen. Jetzt lassen alle ihre Augen zu, bis ich was anderes sage. Sehr gut, weiter so. Was war das? Das ist der Geist. Ich zieh ihn jetzt raus. Lasst alle eure Augen zu, bis ich was anderes sage. Sind die Geister weg? Na, was ist mit meinem Handy los? Das sind alles gute Fragen. Aber ich bin etwas spät dran zu meinem nächsten Geister-Dingens. Und dieses Haus ist gereinigt. Hey Leute, Bigfoot ist ja wirklich echt. Und echt hübsch, oder? Und Spaß. Schön, dass ihr da seid. Ja, also das ist nein, Henry. Nicht nötig, ich kenne ihn doch. Was? Das ist Henry Hart, alias Kid Danger. Das geht mir gut. Bigfoot weiß, was mein Ding ist. Ja, na sicher, Schwartz redet doch die ganze Zeit von euch. Ja, ja, also du bist doch bestimmt Charlotte. Ja. Schwartz sagt immer, dass du viel klüger bist als er. Ach, was? Naja, da hat er recht. Oh, Jasper. Ja. Gee, Alter. Oh, Bigfoot. Was macht das Mädchen mit den Allergien? Ach, die ignoriert mich. Ach, egal, ich schreibe ihr immer, aber sie antwortet mir nicht. Schreib ihr nicht mehr. Das ist einfach wunderschön. Seht euch das an. Das ist ja toll.
Und zuletzt aber nicht zu vergessen. Hey, da ist er ja. Ja, da ist er. Ja, dieser gute Kerl ist. Sie sind doch bestimmt Henrys Dad. Was? Henrys Dad? Ernst gemeint? Sind Sie Jaspers Dad? Ich bin Ray. Ich werde auch Captain Man genannt. Oh, sie hat Schwartz nie erwähnt. Sind Sie neu in der Schwartzhöhle? In der Schwartzhöhle? Wie bitte? Wie sieht denn der Plan aus? Wir werden diesen Penner eine Falle stellen. Ja, das Bigfoot gut finden. Ja. Und wenn die Falle zugeschnappt ist, dann springen wir raus und zappen den Mann. Dann genau. Weiß er bald nicht mehr, wer du bist. Ein solider Plan. Ja. Wie funktioniert die Falle? Nur gute Frage, Foot. Du stellst dich da drüben hin. Hm? Wenn der Typ dich sieht, macht er wahrscheinlich... Das Bigfoot! Ja, richtig. Und dann kommt er hier rüber und stellt sich genau auf diese Stelle, kapiert? Auf die? Mhm. Genau auf diese Stelle. Und dann wird Schwartz eine Taste bedienen und schon springt die Falle auf. Also diese Falle? Ja, diese. Ja, die, auf der wir gerade stehen. Und wo ist die Taste, die die Falle auslöst, auf der wir hier gerade stehen? Noch eine sehr gute Frage, Foot. Die ist genau... da. Hallo, Sida, eine Frage. Wären Sie mal so freundlich und kommen hier rüber. Sekunde. Ach, so ein Mist. Jetzt brauchen wir einen neuen Plan. Um Hilfe brüllen? Um Hilfe brüllen. Jetzt kommt... Bigfoot! Hi, Freunde aus Webview. Hallo. Harry. Also, wo ist denn nun Bigfoot? Da ist er doch. Da ist er. Seht ihr ihn nicht? Meinst du Eddie? Das ist doch nur unser Freund Eddie. Hi, ich bin Eddie. Genau, und unser Freund Eddie trägt... Naja, der trägt so gerne Haarshorts. Richtig, und die gibt es wirklich. Mhm. Hey, Leute. Also, ich habe noch nie was von Haarshorts gehört. Also, ich habe was davon gehört. Ja, ich auch. Ja, und wisst ihr was? Also, ich sage, dass Haarshorts das Coolste sind. Versteht ihr? Okay. Habt ihr gehört, Leute? Kid Danger hat gesagt, dass Haarshorts das Coolste sind. Ja, und der ist ja Influencer, also sind Haarshorts absolut cool. Genau. Ich meine, so sind ja die Regeln. Kommt, Jungs, wir kaufen uns Haarshorts. Henry, komm einfach mal schnell hierher. Hey, wieso singst du? Wieso sing ich denn? Putz dir die Zähne und komm einfach her. Riech ich denn wirklich so schlecht? Was? Nein, hör zu. Jemand hat einen Musical-Fluch auf uns gelegt. Wirklich? Wirklich. Sind damit denn schon andere infiziert? Mach dir doch dein eigenes Bild. Was ist das für ein Ding? Es liegt ein Musical-Fluch über Swellview. Ich muss immer singen. Es liegt ein Musical-Fluch über Swellview. Wir unterbrechen das Programm für mich, Mitbürger von Swellview. Frankini, der Große, bin ich. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich hab nen Musical-Fluch rumgeschickt. Mein Fehler oder verdient, das mache ich alles absichtlich. Ne super Niedrigfrequenz wird gesendet. Von mir zu euch, glaubt ihr mir das nicht? Ich finde, Swellview ist perfekt. Musikalisch mega perfekt. So wie ich. Das war's erstmal. Frankini? Bitte, kein Grund vor Ehrfurcht zu erstarren. Auch wenn der Star persönlich hier ist. Naja, ich wollte nur mal sehen, wie sich alle für das musikalische Geschenk begeistern, das ich Swellview so großzügig gemacht habe. Also? Ich sing nur für die Mitbürger. Wir hassen's. Dein Fluch ist ziemlich mies. Wir haben das Gedudel satt und du bist fies. Wir haben das Gedudel satt und du bist fies.
Weißt du, Frankini, wir hatten heute alle einen magisch gesangsreichen Tag. Nein. Ist schon okay, Kid Danger. Ich meinte es nur sarkastisch. Kid Danger und ich werden dich nicht bekämpfen. Befreist du uns von dieser Plage? Fein. Okay. Ich hab euch gehört und ich schwör euch, das Singen hört auf um Punkt 8 von allein. Oh, klasse. Nein. Dann bist du unser Feind. Die Helden und der Schurke haben einen Streit. Und deshalb sind sie alle für den Kampf bereit. Die Faust bewegt sich schon. Ist in Position 1, 2, 3. Ich sagte... Passiert dir das eigentlich öfter? Tu bloß nicht so scheinheilig. Ich erledige das. Facekick! Entschuldigt bitte, da habt ihr euch verfranst. In Musicals, da kämpft man nur, indem man tanzt. Ihr könnt Frankini nicht verletzen. Ja, verstanden. Sorry. Hey, Allemann. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass ich nicht unter der Dampfdusche bin. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass ich nicht singe. Und es läuft auch keine Musik im... Und es läuft auch keine Musik im Hintergrund. Der Grund, weshalb ich nicht singe, ist... Ich bin nicht mehr in Swellview. Ich weiß, was ihr denkt. Ray ist weggelaufen, weil ihm das, was ihm gestern auf dem Sommermarkt passiert ist, so peinlich ist. Ja, das ist genau das, was wir denken. Deswegen bin ich nicht weg. Ich schäme mich nicht. Ich bin aus Swellview weg, weil... Ich kann mir diesmal nicht mit Schlägen und Tritten helfen. Ihr habt gesehen, was auf dem Sommermarkt passiert ist und ich schäme mich. Ja, wir wissen, dass du dich schämst. Tja, es tut mir leid, aber ich kann nie wieder nach Swellview zurück. Glaubt mir, es ist für mich viel schwerer, als es für euch. Mein Frühstück ist da. Schönen Tag noch. Klick. Was sollen wir nur tun? Ich hab davon gehört, dass Captain Man sich heute verdrückt hat. Sein Timing ist echt miesig, meine Wer ist nicht verrückt, wenn er nur abhaut, weil er Angst hat, heute gegen mich zu singen. Er könnte dann den Fluch so aus der Stadt bringen. Man lässt mich nicht so hängen, auch nicht bei der Music Battle. Drum Captain Man, wenn du heute nicht erscheinst, dann tausch ich den Fluch in Thrash Metal! Das ist der Groß! Das ist der Groß! Mach das Ding, mach das Ding, mach das Ding aus! So viel Düsternis, so viel Trauer, diese Musik macht einen wirklich sauer! Oh mein Gott! Gott sei Dank! Es war Wahnsinn! Das macht ganz heiser! Zwing mich nicht dazu, Captain Man! Wir sehen uns um 8! Ihr Burger wird schon kalt! Sie sind toll, Hazel. Ich sehe schon, dass wir beide Freunde werden. Hazel und Ray. Hazel Danger. Ja, ich bleib einfach hier. Kurze Frage. Wieso kommt da so ein Gas aus meinem Burger? Wissen Sie noch, wie der Toddler in die Manhöhle eingedrungen ist? Nächste Frage, woher wissen Sie das eigentlich? Das ist absolut der gleiche Rauch, der uns damals eingeschläfert hat. Waren Sie da? Ich war sowas von da, Alter. Es wird langsam Zeit, mein Freund. Oh, bitte fang jetzt nicht an, ein Aufmunterungslied zu singen. Das läuft nicht. Weißt du noch das mit dem Toddler, Bro? Bro? Du hast ihn fertig gemacht. Tu mir das nicht an. Wir zeigen Zocker, Drax und Maniac, Bro. Bro? Das wäre doch gelacht. Wir zeigen diesem Kerl jetzt unsere Clown. Ich hab eine wunderschöne Stimme. Er wird dich brüllen hören. Und dann hört er mich mir. Du bist Captain Man. Du bist der Beste. Ich werde dir nicht widersprechen, Captain Man. Und ich werde zeigen, was dann das Beste in mir ist, Baby Captain Man. Habt ihr Ziel erreicht? Fight Song, Fight Song, das ist ein Fight Song. Das ist ein Fight Song.
das ist ein Feindsong. Wir werden kämpfen mit Gesang, wir sind voller Tatendrang. Und euch, irgendein Mädchen. Guten Tag, ich frage dich, singst du auch so hoch wie ich? Hallo Kid, ich frage dich, singst du auch so lang wie ich? Singst du auch so tief wie ich? Ich bitte dich. Mein Name ist Captain Man und Testosteron kommt schon in meinem Namen vor. Na, dann lass mal hören. Mach's besser. Es gibt mehr als eine Stimme und Harmonie. Oh nein! Das Schicksal braucht unsere Fantasie. Wir sind gerade das Finale! Um frei zu sein, singt mit aus Sympathie die Melodie. Nein! In Harmonie. Ich sing mit dir. Die Klappe, Guma! Nein, ich halte nicht die Klappe! Es gibt mehr als eine Stimme und Harmonie. Das Schicksal braucht unsere Fantasie. Um frei zu sein, singt mit aus Sympathie die Melodie. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Der Musical-Fluch ist beendet. Schmilzt einfach, schmilzt einfach. Oh, was für eine Welt, was für eine Welt. Ihr habt ihn getötet, Mann. Nein, Guma, ich bin nicht tot. Ich mache das nur für ein bisschen Mitleid. Wow, du bist ein echter Star. Danke, Guma. Aus wie eine Horde Maulwurfsmenschen. Ist auch eine Horde Maulwurfsmenschen. Die haben meine Manhöhle gesprengt. Ja, aber das war doch nur ein Maulwurfsmensch. Das hier sind ein paar mehr, würde ich mal sagen. Maulwurfsmenschen sind hier überall! Aber nicht egal ist mir, dass ihr Maulwurfsmenschen in unseren Tunneln seid. Also verzieht euch hier! In euren Tunneln? Ja. Unsere Ahnen haben diese Tunnel vor Jahrhunderten gegraben. Was haltet ihr davon, wenn wir uns die Tunnel teilen? Ja, es muss doch möglich sein, dass wir alle sie benutzen. Naja, ihr könnt Maulwurfsteuer zahlen. Was? Ihr gebt uns einfach Geld. Ihr bezahlt jede Woche und dann dürft ihr in die Tunnel. Okay. Wie viel? So, und während Sie diskutieren, könnt wir ihr... Wir sind soweit. Das ging aber schnell. Gut, ihr könnt in unsere Tunnel, wenn ihr dafür 10 Cent zahlt. Wir akzeptieren das Angebot. Okay, und ihr bezahlt sofort. Sofort? Ich hab kein Kleingeld. Also ich hab ich auch nicht. Ich hab 10 Cent, keine Sorge. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch ist so. Ich habe genau 10 Cent hier in meiner Tasche. Einer von euch Maulwurfsmenschen, der meine hübsche Manhöhle gesprengt hat, könnte doch jetzt zu mir kommen und sie sich holen, oder? Das ist keine gute Idee. Genau. Ich greife jetzt mal in meine Tasche und werde eine hübsche... Oh, bitte nicht. ...glänzende... Oh nein. Faust rausholen! Ja!
Ray? Ja? Hey, lass bitte den Quatsch. Ich will jetzt mein Bild anstrahlen. Wo ist dein Bild, Alter? Hä? Wo ist dein Bild, Alter? Das haben die Maulwurfsmenschen mitgehen lassen. Und wie wollen wir das regeln? Das kann ich dir sagen. Nach Art der Maulwürfe. Ich weiß nicht, was du meinst. Also einer von uns kämpft gegen einen von euch. Der Sieger bekommt die Tunnel und das Bild. Der Loser kann sich bei Mami ausweihen. Gut, einverstanden. Gegen wen soll Ray kämpfen? Er soll nicht kämpfen. Vor ihm haben wir Angst. Von euch wird nur einer kämpfen. Und zwar du. Na gut, und gegen wen soll ich kämpfen? Willst du das wirklich? Ich krieg das schon hin. Es sind Maulwurfsmenschen. Ja. Also du kämpfst gegen unseren Champion. Moment. Du hast nicht davon gesprochen, dass er ein Muskelprotz ist. Er macht mich fertig. Nein, wird es nicht. Denn das Licht hier unten ist absolut falsch. Das kann ich aber ändern. Bereit? Ja, mach an. Also das Bild sieht wundervoll aus. Was ist denn passiert? Hey, hey. Oh. Yeah. Erwischt! Ich hab den kleinen Fiesling umgehauen! Nein, eigentlich hat Charlotte alle mit dem Licht geblendet. Umgehauen hast du nur Jasper. Ach, das tut mir leid. Im Dunkeln hast du wie ein Maulwurf ausgesehen. Ja? Los, raus! Ich bin dran! Ah! Ziehst du mir den anderen bitte auch mal aus? Wir beide haben auch ein Recht drauf. Wirf ihn raus. Oh nein, noch ist er dran. Er hat immerhin eine Ohrfeige bekommen. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch unglaublich. Was meinst du? Was? Na, hey, das ist... Ja? Das muss ich mir ansehen. Hey, ich sehe da überhaupt nichts. Ja, wir sehen hier gar nichts. Steck doch mal deinen Kopf da rein. Ich soll... Na gut, mach ich. Seht genau hin, denn ich werde wohl 30 bis 40 Minuten brauchen. Oh. Das war echt lustig. Ein sehr guter Trick. Und jetzt verschwinde. Nein. Hör mal, ich zähl bis 3. Und wenn du da nicht rausgehst, dann werde ich... Dann wirst du was. Eins. Zwei, drei. Okay, das reicht. Nein, nein, los! Ich weiß gar nicht, wieso wir die Captain-Man-Hymne gesungen haben. Na, das war gerade die Eröffnung der Ray-Games. Hier wird jetzt jeder körperlich und mental herausgefordert. Und der Sieger der Ray-Games kriegt den Massagestuhl. Okay, ich bin zwar nervös, aber ich werde den Stuhl gewinnen. Also, die erste Runde. Ihr müsst der Schlange einen Hut aufsetzen. Was soll das? Wow, 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 wow. Alter, das ist doch verrückt. Was soll bitte der Blödsinn, der Schlange einen Hut aufzusetzen? Ihr wollt den Stuhl also gar nicht haben. Ich würde gerne den Stuhl gewinnen, aber das ist doch bescheuert. Ich möchte schon, aber das ist doch... Diese Schlange wollte sich nicht den Hut aufsetzen lassen. Die erste Runde geht an Jasper. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Okay, ich muss mich konzentrieren. Wer seine baumelnden Donuts aufisst, gewinnt diese Runde. Ist doch ein Kinderspiel. Mal sehen. Okay. Und jetzt futtert eure Donuts. Kosedetti, Kosedetti, Hoppadetti, Hoppadetti, ja, ja, ja. Fertig. Jasper hat schon wieder gewonnen. Was? Verarscht ihr mich? Ich will den Stuhl. Ach ja. Willst du wirklich den wundervollen Stuhl? Na klar, das habe ich doch bewiesen. Willst du ihn so sehr, dass du dafür draufgehen würdest? Nö. Geht mir ebenso. Das wäre doch ziemlich blöd. Wenn ihr gewinnen wollt, solltet ihr euer Gehirn benutzen. Na, haut das noch! Und was
Was müssen wir tun? Mehr Hirn einbringen als ein Monster. Pff, Monster gibt es gar nicht. Was ist mit deiner Schwester? Piper? Genau. Wenn einer von euch sie dazu bringt, ihm ihr Handy zu geben, ein Selfie zu machen, es mir zuschickt, aber unter ihrer Nummer, dann gewinnt er den Massagestuhl. Versteh nicht, wieso hier jeder mein Handy haben möchte. Naja, also... Na, weil es einfach hyper-mega-radioaktive... Ach, Quatsch, ich spinne. Hör zu, mein Boss, der hat eine Wette aufgerufen und wer gewinnt, der kriegt einen super Massagestuhl. Ein Massagestuhl? Ja, und der Erste, der ihm von deinem Handy aus ein Selfie schickt, kriegt den Stuhl. Ich möchte wissen, ob die Vibrationen von dem Massagestuhl die total nervigen Muskeln von meinem Bein gleichmäßig auf beide Beine verteilen kann. Um das zu erfahren, musst du mir dein Handy geben. Davon halte ich nicht viel. Okay. Ist ja irre. Ich habe jetzt wieder ganz wundervolle Beine. Oh, ich fantastisch. Freu mich, ich bin von einer Schlange gebissen worden. Piper, wann bin ich denn dran? Erst nach mir. Nein, erst bin ich dran. Girl Codex. Ich brauche fürs Gesicht eine Stuhlmassage. Ich bin gegen die Tür gelaufen. Das heißt, ihr wollt jetzt alle mal rein? Ja. Ja. Dann wäre ich aber dafür, dass wir einen kleinen Wettkampf machen. Hey, sag mal, du sprichst ja wohl. Du hast doch auch nicht mal... Das neue Manhöhlenbetriebssystem. Und was kann es alles? Ich tue alles für euch. Okay, Wahnsinn, oder? Sie kann einfach alles verstehen. Sie funktioniert wie ein echter Mensch in einem Computer. Sie kann Angriffe erkennen und sofort löschen, bevor sie überhaupt losgehen. Oh. Wir haben schon jemanden, der uns vor Angriffen schützt. Und der hat ein cooles Schwert namens Gerechtigkeit. Schwarz! Dein blöder Computer hat mein Schwert gelasert. Ja, weil dein blödes Schwert Jasper fast ermordet hätte. Oh. Aber Hallie hat ihn davor bewahrt. Danke, Hallie. Dank nicht mir, sondern lieber Schwarz. Er hat mich immerhin erschaffen. Er ist ein Genie. Oh, ich glaube, das sagst du doch zu all deinen Programmierern. Nur wenn sie süß sind. Komisches Gefühl. Wie geht's euch damit? Da ist eine Fliege. Die kill ich mit meinem Schwert. Nein, Ray, tu's nicht. Bitte, Ray, tu's nicht. Ray, hey, hör auf! Hey, jetzt willst du was erleben? Hör doch mal auf, Ray! Ray, lass das! Hey, jetzt geht's doch mal was! Und nun zu dir, meine Süße! Oh. Mist! Du erstichst meine Helly? Ich beseitige die Fliege. Wie denn? Du hast doch kein Schwert. Aktiviere Röhrensaugprotokoll. Großartig. Die Fliege sind wir los. Und niemand wurde hier fast umgebracht. Das ist nicht wahr. Hallie wurde fast umgebracht. Verschwinde. Was passiert hier? Hallie? Hey, eine Frage, was ist denn hier los? Euer dämlicher Freund ist eine Bedrohung für die Manhöhle. Er muss ausgeschaltet werden. Was habe ich getan? Doch nicht du. Der Kerl mit dem Schwert. Meinst du, ich? Ja. Also erstmal, Zuckermäuslein, bin ich keine Bedrohung. Und der zweite Punkt ist, dass ich mal deine Schaltkreise aufschlitze. Oh, oh. Hey, hör auf! Los, raus, geh so schnell es geht! Es wird aber auch Zeit, dass ihr verschwindet. Niemals! Ja! Was? Aktiviere Röhrensaugprotokoll. Hiermit erkläre ich uns zu Mann- und Computer-Ehefrau. Mazel Tov! Schwarz! Hey, Henry, wo wart ihr beide denn? Hast du Hallie geheiratet? Ja, und jetzt habe ich ihren Nachnamen. Und nun heiße ich Schwarz, Seriennummer 175, stimmt? Geh von dem Würfel weg, Schwarz. Wieso denn? Jetzt wird das Ding zertrümmert. Ja! Yeah! Aktiviere Schwerkraftstrahl.
Pally, was ist hier passiert? Standardschwerkraft wurde erhöht. Sie können sich nicht bewegen. Schwarz, hilf uns bitte. Bitte, Schwarz. Pally, warum tust du denn das? Nun eliminiere sie doch schon. Und dann machen wir unsere Flitterwochen wie geplant in Harrisburg. Ach, Pally, dass wir beide heiraten, war schon immer mein Traum, seit ich dich heute früh programmiert habe. Aber du hättest mich nicht darum bitten sollen, meine Freunde umzubringen. Sie zerstört. Ja. Danke, Mann. Freunde sind wichtiger als Computer. Na, hab ich recht? Hey, das habe ich mir noch nie überlegt.